Und wie wir hier so lang fahren, erinnern wir uns daran, wie schön es doch war auf Sizilien. Unsere erste Übernachtung machen wir am Golfo di Baratti. Das ist ein Stückchen südlich von Pisa, auf einem hübschen Stellplatz oder ja, besserer Parkplatz. Aber völlig okay, schön ruhig, alles gut. Nächsten Morgen geht es dann direkt weiter Richtung Neapel, wo wir dann auf den Vesuv hinaufkraxeln wollen. Wir kommen spät abends in Neapel an und fahren noch hoch auf den Vesuv, suchen uns einen Parkplatz bei so einem Andenkenhäuschen. Wir müssen erst noch ein bisschen warten, bis die da ihren Laden schließen, und wir werden dann auch noch, naja, eingeladen, etwas bei ihnen zu kaufen. Dafür dürfen wir dann da übernachten. Was übrigens sehr schön ist mit der Aussicht hin und darunter auf Neapel, mit Sonnenuntergang über Ischia, schon phänomenal. Und es ist nicht Capri, wie uns der Besitzer des Andenkenladens freundlicherweise auch noch erklärt. Am nächsten Morgen geht es dann sofort hoch auf den Vesuv. Wir sind mit die Ersten, sehr ungewöhnlich für uns. Thank you.
echt schön so im Morgennebel, weil man sieht nichts. Aber es ist trotzdem ein tolles Erlebnis. Die Aussicht darunter auch wieder phänomenal. Nach dem Besuch auf dem Vesuv geht es dann auch gleich weiter Richtung Sizilien und wir kommen spät abends bei Sonnenuntergang in dem kleinen Örtchen Nicotera an, fahren dort an den Strand. Das ist wunderschön, wir haben einen tollen Sonnenuntergang, es ist warm, wir gehen noch ein bisschen so mit den Füßen ins Wasser und machen Feuer, grillen, haben einen wunderschönen Abend und so gegen 9 gehen wir dann rein, weil es ein bisschen kühl wird. Aber jetzt kommt's. Da kommt doch allen Ernstes die Polizei auf den Strand gefahren, kommt schnurstracks zu uns und erklärt uns auf Italienisch dann irgendwas, was sicherlich heißt, dass wir da nicht übernachten dürfen. Mittels Google-Übersetzer teilen sie uns mit, dass dieser Strand sehr gefährlich ist, absolut unsicher und wir dürfen auf gar keinen Fall dort bleiben. Und so fahren wir dann mit Polizeigeleit ins nächste Dörfchen und übernachten da unter einer Straßenlaterne genau gegenüber von der Polizeistation. Das ist sicher. Okay, ist wie es ist, hatten wir uns anders vorgestellt, aber wer weiß, wofür es gut war. Vielen Dank an die Carabinieri. Jetzt haben wir ein bisschen neue 5 Scheiben.
größere als der Atlas. Ja, vor allem die größere. Ja, ja. Aber es sieht trotzdem gut aus. Verarschen kannst du uns selber.